Ey, du Ver... Was ist denn hier los? Hui! Bitte, 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 bitte! Nein! Ah, oh, daneben! Hallo und willkommen zu einem neuen Final Fantasy Video. Heute machen wir uns mal an die Eorzea Incognitas, quasi Aussichtspunkte, die man erreichen muss. So einer wie jetzt neben hier steht. Und dort gibt man dann Spee ein, dann wird er quasi ein Gut geschrieben, sind im Grunde Sammelobjekte, die ein bisschen Erfahrung gewähren und noch das Spiel ein bisschen umfangreicher machen. Irgendwelche Punkte, wo man halt ganz gut gucken kann, so wie hier ins Gebiet rein. Und ich habe mich da mal an den schwersten gewagt, den es gibt. Und ich würde sagen, bewerte den Part und viel Spaß. Ach ja, und wer das Spiel auch mal spielen möchte, Spiel ist bis Level 60 kostenlos und der Link dazu in der Videobeschreibung. Viel Spaß. So, dann stellt man sich so da rein und gibt dann Spee ein. Und dann hat man den. Wer erst da oben ist, hat gewonnen. Okay, warte. Jetzt müssen wir da hoch. Ich muss mich aber ausziehen, glaube ich. Alles, was ich anhab, stört sonst. Außer eine Hose lasse ich vielleicht an. Genau, zieht euch einen Helm an, wenn ihr da hoch müsst auch. Sicherheitshelm. Ja. Hi, weiter geht's. Wir machen heute nichts anderes mehr. Wenn erst auf ein... Was war das denn? Hä? Ah, dritter Sprung war jetzt nicht so gut. Ja, aber gut, das hat er auch schon 800 Mal gemacht, glaube ich, ne? 900, wenn ich bitten darf. 900. So, Dach Nummer 1 ready. Okay, wir sind da. Wir wollen übrigens auf der Laterne da unten landen. Das ist unser Ziel, auf dieser Laterne landen. Wenn man die Laterne nicht trifft, muss man nochmal hoch. Achtung. Das ist kein Ding, ne? Das mache ich alles seitlich, weil ich so fesch bin. So. Guck mal, ich kenne mich hier voll aus, als ob ich hier schon einmal hochgehüpft wäre. Bis zur Hälfte und dann runtergefallen bin. So. Hä? Oh nein, jetzt bin ich wieder hier. Und hier gerade. Ah ne, warte mal, da bist du letzter von weit. Komm, Marco, du bist dran. Go, bist voll im Bild. Nicht schlecht. Wenn du dir das Dach von der Seite anguckst, dann siehst du solche komischen Ringe, wenn du ein bisschen näher dran zoomst. Der dritte Ring von oben, ganz an der Kante. Hä? Hängen geblieben. Verdammt. Warte. Hä? Das ist voll weit weg. Ah, guck mal. Und dann wieder den hier. Zack. Dann wieder lang. Kommt mittlerer. Oh, boah. Besser als Fall Guys. Oh, warte. Kurz warten hier. Genau, wir machen gerade einen Jump'n'Run. Oh mein Gott. Okay, bin da. Oh. Wohin jetzt? Gerade drüber wieder? Hinter dem Vorhang vorbei oder was? Genau, du musst auf den Vorsprung, dann hinter dem Vorhang, beziehungsweise durch den Vorhang auf den anderen Vorsprung. Da kam gerade einer runter. Da kannst du ruhig seitwärts springen, das ist sogar besser. Hier kann ich seitwärts springen? Das ist voll weit. Ja. Springe ich immer seitwärts rüber. Boah, ich dachte, ich wäre, voll hängen geblieben. So, jetzt musst du da auf diesen kleinen Vorsprung gehen, auf diesen kleinen Pfosten und dann mit Sprint rüber. Ah, da bin ich, glaube ich, letzter verkackt. Boah, huiuiui. Wenn du verheiratet bist, kannst du dich ja zu deinem Ehepartner teleportieren. Oh, sollen wir kurz heiraten? Dann porte ich mich hoch und dann erscheinen lassen? Moment, das musst du aber vorher anmelden. Und da musst du eine Questreihe vorher machen. Es ist nicht so einfach. Und da musst du tatsächlich erst einen Termin finden. Ach, dann auch noch, da die Kirche da frei ist? Ja. Es gibt nur bestimmte Termine, wo du heiraten kannst. Sprint? 20 Sekunden, darüber zu springen. Wow! Und jetzt da hoch einfach. Ah! Okay, warte. Jetzt im fucking Comic? Ja? Und jetzt nach links auf den Vorsprung oder einfach hier drüber? Peter, ich hab hier drauf. Links auf den Pfosten drauf. Oh! Bis jetzt. Ich bin drin! Oh ne, ich bin runtergefallen von der Verzäunung. Dann ja gut, wenn du drin bist, ist alles in Ordnung. Du kannst auf den Zorn draufspringen. Ah, top. Zum Glück brauche ich nur einen Fuß, um da drauf zu stehen. Guck mal, wie entspannt der da steht, der Kollege. Und jetzt einfach nach hinten laufen, fallen lassen.
Genau, da einfach kurz drauf fallen lassen und dann siehst du links auf diese senkrechte Säule wieder so einen weiteren Pfosten, wo du auf die Spitze draufspringen musst. Da, oder was? Der ist ja voll weit weg wieder. Warte. Oh, okay. Hi. Und hier einfach draufspringen? Jetzt, wo ich bin. Alter, Witzka. Nein. Das hier ist echt nichts für meine Nerven, ey. Boah, okay. Wo ist mein Puls jetzt? 82, geht ab. Hast du extra den Puls-Ding da, Mann? Nee, ich hab, meine Uhr macht den Puls. Genau, von Ecke auf Ecke. Ah, easy. Hand aufs Herz. Ja, genau, jetzt denkst du aufs Dach. So, Stream vorbei, was macht Peter jetzt? Nee, ich muss auf der Laterne landen. Warte. Oh, das wäre jetzt so hart, wenn du das jetzt verkackst. Und dann muss ich... Späh. Hoho, 26 vollständig. Ich gebe dir 1 Million Gil. Ja. Wenn du First Fire auf die Laterne springst. Oh, das klingt gut. Jetzt geht mein Puls sogar noch höher. Ah, ne, geht runter, 73 oder. Warte, ich muss ausmessen. Okay, seid ihr alle bereit? Ich bin bereit. Sprint habe ich gedrückt. Und. Hui! Bitte, 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 bitte! Nein! Oh, daneben! So ein Stück, guck mal! 2 hours later. Warum läuft der denn da vorne? Ah, gucken wir eben kurz auf mein Handy. Mehr gegen die Ecke springen. Ah. Boing. Ey, du was ist denn hier los? Ich guck ab und adaptiere. Der war ja mal gar nichts drin. Ah, ne, doch. Nein. Ganz knapp. Und da ist er. Bitte, 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 bitte. Nein, so knapp. Ah. Jetzt ja, das könnte klappen. Voll Schmack ist da drauf. Wo es halt einen langen Sprung hinkriegen. Ah ja, locker easy. Jetzt wieder, dankeschön. Also die Richtung stimmt schon mal. Genau. Und nehmt euch an die Hand und springt gemeinsam. Jawoll! So. Oh, Alter. Da haben wir's. Perfekt. Dankeschön.